Und damit herzlich willkommen am Red Bull Ring hier in Österreich. Wir fahren heute in einem Formel 1 Auto zu zweit. Es gibt Formel 1 Autos, die sind umgebaut. Vorne sitzt ein Formel 1 Pilot, hinten sitzt der Co-Pilot. Das wäre in dem Fall dann ich und Adi. Adis Ziel ist, ohnmächtig zu werden, dass er die ganze Fahrt nicht mitbekommt. Mein Ziel ist, dass ich so ein guter Beifahrer bin, dass der Formel 1-Fahrer sagt, willst du nicht mal eine Runde drehen? Und dann sieht Red Bull, wie unfassbar schnell ich bin und unfassbar talentiert. Und dann werde ich nächstes Jahr Weltmeister sein. Okay, da hätte ich noch ganz kurz eine Überraschung für dich. Ich zeig mal, Leute, da ist das Auto und da ist Sepp, unser Fahrer. You're gonna give some extra push when you drive us. Yes. So the goal is that he goes unconscious. That's my goal. Okay, how high are the chances to get unconscious? You're a young man, you're gonna be fine. Okay, but we have to say, you never drove this car. Yes, that's fine. Wissen viele nicht, früher gab es noch keine Kameras und hinten saß dann ein Kameramann. Ja, für die Kamera. Hinten saß immer Kai Ebel von RTL. Ja, ich kenne den nicht. Der Breher, das ohne Kopfschützer, der das gemacht hat, ohne irgendeine Reaktion zu zeigen. Was? Nee, Leute, der Motor ist an, der läuft gut. Der ist auch auf jeden Fall nicht laut. Die Mittagspause ist vorbei. Ich gehe mich jetzt umziehen. Rennanzug, feuerfeste Unterhosen. Das braucht man. Und dann werde ich mich in dieses Geschoss setzen. Sebastian hinter mir. Und dann fahre ich über die Strecke. Zeig dir mal, wo der Hammer hängt. Ja. Ich wollte so eine schlechte Transition für YouTube machen, wo ich den so zuwerfe. Dann hast du ihn an, aber der Cut ist richtig scheiße. Ja, los, komm. Sag, ich zieh mich jetzt um. So, ich zieh mich jetzt um. Okay, das ist jetzt der Helm? Das ist nicht der Helm. Ach so. Also wenn das der Helm wäre, dann wäre es sehr schlecht. Yo, Jesus. Bones MC. Geht's dir gut? Ja. Sieht ein bisschen, blass aus? Ja, also insgesamt sieht's halt, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass es dumm aussieht, aber wenn ich nur so film, wenn ich nur so film, siehst du aus wie eine Roma. Ja? Und so wie ein Rennfahrer. Was wäre mein Rennfahrername? Bei dir ist ja klar, du bist Rainer, der rasende Reporter. Und bei mir Ulf. Ulf Schumacher, auch verwandt mit Michael Schumacher, 9. Grade, das war der Cousin von meiner Großoma, war sein Patenonkel. Leute, ich werd langsam ein bisschen nervös. Langsam? Aber ja. Alles gut. Ja, du hast noch 20 Minuten. 20? Jetzt bin ich hier schon in dem Anzug. Boah, mir ist es so warm, dieser Anzug. Ich stand auf der falschen Seite. Ah, ich bin schon nervös. Ja. Das ist schon ein sehr verrückter Moment gerade. Hey Leute, in dem Sinne, Servus. Es geht los. Es riecht sehr nach Benzin hier. Servus Leute, ich habe echt eine super Aussicht hier. Ich bin echt nervös, ich sag dir ehrlich, ich bin nervös. Aber das ist alles kein Problem. Der hat einfach den Motor gerade abgedrückt. Der Motor ist einfach ausgegangen. Die mussten nochmal anmachen. Aber Frege ist weg und jetzt auf der Piste. What the fuck? Das ist so crazy. Aber jetzt kommt er dann bald hier. Hier fährt er. Hier kommt er lang. Guy. I loved it. I tried to keep my head straight when you brake. Yeah? Yeah. It was super good. No, no, not like this. But it was great. Awesome. How was it for you? The car new? It's the other car, right? Yeah. Yo, wie war's? Ey, ich bin fertig mit den Nerven. Ich sag's ehrlich, das war unglaublich. Du checkst gar nicht.
Du bist 5 cm über dem Boden und dann diese dicken Reifen. Du siehst nur den rechten oder den linken Reifen, wenn du rausguckst. Und dann die Strecke fliegt vorbei. Das ganze Auto am Vibrieren, alles ultra laut. Die Beschleunigung ist von einem anderen Stern. Und das Krankeste ist, wenn der bremst. Einfach dein ganzer Körper geht nach vorne, so der Kopf. Ich habe so alles angespannt, dass der Kopf nicht nach vorne rückt. Und wenn der hier, der fährt ja 300 hier. Ja, ja. Wenn er da hinten anbremst, bei 300, ist alles zu spät, Digga. Dein ganze, alles, diese ganze Masse, die es nach vorne schiebt, die Bremse hält das. Und dann fährt er mit einem Affenzahn durch diese Kurven durch. Und du denkst die ganze Zeit, jetzt fliegt's raus, das Auto. Jetzt krachen wir irgendwo raus, jetzt Vollgas. Und das Auto macht's einfach. Krass, also, ich finde auch deine Frisur ultra geil. Vielen Dank, Mann. Also das, so eine Frisur hast du nur, wenn du mit 300 über eine Rennstrecke fährst. Ey, wirklich insane. So, Leute, Adi ist jetzt dran. Der ist wirklich ultra nervös. Der hat sich schon die Hose gepinkelt, der hat's gerade umgezogen. Da ist er. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, Adi? Für Krug mit Nee, nochmal jetzt. Wir werden König von Europa. Meine Stimme ist so gecrackt, weil ich so gecrackt bin, Digga. Ey, Adi, ich wünsche dir viel Spaß, genieß es. Und du wirst merken, es ist ultra krass. Es ist abgefahren. Du machst das schon. Ja, genieß es. Hier wird alles fertig gemacht. Und jetzt muss Adi sich langsam bereit machen. Und dann geht's gleich mit Sebastian, dem großen Meister, ins Auto. Ich will den ganzen Tag nur noch Formel 1 Auto fahren. Das ist so geil. What the fuck? Crazy. Ja, das ist wie Tesla fahren. Spaß. Jo Leute, das war's von uns, vom Red Bull Ring. Ich sag ehrlich, das war eine der krassesten Erfahrungen meines Lebens. Die Gehkräfte, die Beschleunigung, das Bremsen. Dann auch mit einem echten Formel 1 Fahrer hier so in der Boxengasse zu sein. Also vielen, vielen Dank an Red Bull, dass ich das machen durfte, das hier sein durfte mit Adi. Wirklich eine absolute 10 von 10. Und bei allem, was ich schon gemacht habe, aus dem Flugzeug springen, in der Luft tätowieren lassen, Parastunts, Riesenschießstunts, egal was, das war das Krasseste vom Gefühl her. Du denkst immer, das geht nicht. Der Kopf sagt nein, das Auto macht es trotzdem. Von daher gehe ich sehr glücklich jetzt nach Hause. Leute, macht's gut, passt auf euch auf. Abonniert den Kanal, kommentiert das Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Kuss, Kuss. Du kriegst die letzten Worte in meinem Vlog. Ich will